Hast du dich auch schon mal gefragt, was die Blende ist, wie man die verstellen kann und was es an einem Bild verändert? Heute zeigen wir dir in diesem Video, wie du die Blende für dich persönlich anwenden kannst beim Film und Fotografieren. Ja, hallo miteinander. Was ist die Blende? Die Blende ist ein mechanisches Teil im Objektiv. Das ist eine runde Öffnung, die Licht durchlässt zum Sensor. Jetzt ist es so, dass die Blende, die kann man größer und kleiner machen. Und je größer die Blende ist, desto mehr Licht kommt durch das Objektiv durch und trifft so auf den Sensor. Das heißt, bei dunklen Lichtverhältnissen oder bei schwierigen Lichtverhältnissen ist eine offene Blende, also eine große Öffnung im Objektiv vorteilhaft, weil mehr Licht durch das Objektiv durchkommt. Eine kleine Öffnung hingegen bringt weniger Licht durch, kann ein Vorteil sein für Langzeitbelichtungen, wenn man weniger Licht haben möchte oder eine längere Verschlusszeit. Zusätzlich verändert sich durch eine offene oder eine geschlossene Blende ebenfalls die Schärfentiefe. Das zeigen wir dir gleich gerne an einem praktischen Beispiel. Wie wird die Blende angegeben? Das ist die Frage. Auf der Kamera wird das in Zahlen angegeben. Und jetzt ist es so, bei einer offenen Blende ist es eine kleine Zahl und bei geschlossenen Blenden ist es eine hohe Zahl. Die Einstellung an der Kamera ist von Marke abhängig, wie es einzustellen ist. Bei mir, bei der Nikon D750, ist es so, dass ich zwei Einstellräder habe. Vorne habe ich eines für die Belichtungszeit und hinten eines für die Blende. Ich kann das gerade einmal demonstrieren. Wenn ich hier an der Blende drehe, kann ich hoch und runter gehen. Und da ich jetzt im A-Modus bin, passt es mir die Belichtungszeit immer stetig an. Als kleines Beispiel für die Schärfentiefe möchten wir euch jetzt zwei Beispielbilder einblenden, die ich jetzt gerade einmal erstelle. Und zwar ist es einmal mit der Blende 16. Fokussiere ich hier einmal den Baum an und mache ein Foto. Und das zweite ist mit einer Offenblende von 1,4. Das ist bei diesem Objektiv die offenste Blende. Und dann sieht man den Unterschied am extremsten. Das wäre die zweite Aufnahme. Was wir jetzt feststellen, ist, dass die Unschärfe im Hintergrund extrem ist bei der Blende 1,4. Und bei der Blende 16 ist der Hintergrund fast noch scharf. Und das ist der große Unterschied und auch der Gestaltungseffekt oder die Möglichkeit, das Bild zu gestalten mit den Blenden. Die Einstellungen mit der Blende, dass mehr Licht durchkommt und dass sich die Schärfentiefe verändert, gilt nicht nur beim Fotografieren, sondern auch beim Filmen. In diesem Fall haben wir jetzt eine Blende 16. Also ihr seht, im Hintergrund ist alles relativ scharf, inklusive mir. Das liegt einfach daran, dass die Blende sehr geschlossen ist und dadurch eine größere Schärfentiefe im Bild ist. So, jetzt haben wir eine Blende 2,8 eingestellt und jetzt seht ihr schon, dass der Hintergrund viel unschärfer geworden ist. Durch das haben wir ein weiteres Gestaltungsmittel und das gilt ebenfalls, wie vorhin gesagt, auch im Video und nicht nur beim Fotografieren. Du fragst dich nun vielleicht, wie du das erreichen sollst. Du hast nur ein Objektiv, das eine Offenblende von 4,5 oder sogar 6,3 hat. Wir werden dir jetzt einen Tipp geben, wie du das erreichen kannst. Und zwar habe ich hier mein 200 mm, 70-200 und blende nun auf 6,3 ab und werde dir beweisen, dass auch du das erreichen kannst. Wie geht das? Ganz einfach, wir spielen mit dem Abstand. Ich habe jetzt einen Abstand zu meinem Objekt von ca. 2,5 bis 3 Meter und werde nun ein Foto machen mit der Blende 6,3 und dann wirst du sehen, dass du genauso ein schönes Bokeh und eine schöne Unschärfe hast im Hintergrund. Und hier siehst du das Bild eingeblendet, ähnlich wie beim 1,4. Vorher mit dem 35 mm sind wir jetzt auf 200 mm. Nicht vergessen, den Abstand einberechnen. Wir sind jetzt mindestens 2 Meter weg, sonst hat das Objektiv Mühe scharf zu stellen. Aber wenn du den Platz hast, kannst du das genau gleich erreichen.
Jetzt haben wir sehr viel über Blende gesprochen, über offene Blende, geschlossene Blende, Schärfentiefe, Brennweite. Jetzt stellt sich ein wenig die Frage, wann brauchst du welche Blende? Ich persönlich fotografiere sehr gerne bei Porträtaufnahmen mit einer offenen Blende, aus einem einfachen Grund. Ich möchte bei einer Porträtaufnahme möglichst die Person vorne scharf haben und der Hintergrund unscharf. Durch das wird einfach der Blick besser gelenkt auf die Person, die man fotografiert. Bei Landschaftsaufnahmen, besonders weitwinkligen Aufnahmen, fotografiere ich lieber so ab ca. einer Blende 8, eher ein bisschen geschlossen, weil ich von vorne bis hinten möglichst viel scharf haben möchte. Bei Langzeitbelichtungen, das müssen nicht mal Landschaft sein, können auch sonst in der Stadt mit Lichtern oder Bewegungen Langzeitbelichtungen sein, blende ich sehr gerne so weit wie möglich ab, einfach weil ich in der Regel keinen Graufilter dabei habe. Da muss ich möglichst die Blende ganz schließen, damit ich die Verschlusszeit verlängern kann. Nun sind wir am Ende dieses Videos angelangt. Wir hatten sehr viel Freude und Spaß beim Produzieren. Wir hoffen, du auch und du konntest etwas mitnehmen. Wenn du weitere Videos wie dieses sehen möchtest und auf dem neuesten Stand bleiben möchtest, dann abonnier doch unseren Kanal. Für sonstige Feedbacks kannst du einfach die Kommentarfunktion nutzen unter dem Video oder abstimmen rechts oben, wenn du ein Video zu ISO oder Belichtungszeit sehen möchtest. Ansonsten freuen wir uns, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist und wünschen dir einen wunderbaren Tag. Bis bald.